Und die grundlegendste Frage scheint mir zu sein, und das wird auch bei Ihnen deutlich, wir haben es offenbar mit einer Gesellschaft zu tun, in der der Wandel immer und allgegenwärtig auf uns einwirkt. Ja. Es scheint so zu sein, dass eben die Antwort auf die Frage, was ist das richtige Handeln, auch schwieriger wird, weil es ganz unterschiedliche Quellen für das gibt, was eben das Richtige sein will und uns vorgibt zu sein. Ja. Also ich glaube, wir müssen uns hier klar machen, dass Ethik nicht nur was ist, was irgendwie mit Beruf zu tun hat. Was irgendwie angeht, wenn ich ins Büro gehe und ich ausmache, wenn ich das Büro verlasse. Ethik ist die Frage, wie kommen wir überhaupt darauf, etwas gut oder schlecht zu finden? Wir stehen erstens ständig vor Entscheidungen und zweitens gibt es kein Gut oder kein eindeutiges Gut und kein eindeutiges Böse in der Entscheidung, die wir finden. Interessant ist, wenn man etwa den Begriff der situativen Ethik nimmt, dass man das sozusagen runterbrechen kann. Ja, die Frage ist ja immer, an welchen Momenten werden überhaupt ethische Entscheidungen relevant? Wo nehmen Sie Kriterien her? Wie regle ich sowas? Schöpfen Sie sozusagen aus internen Vorstellungen, haben Sie Vorbilder aus der Familie? Ja, also das sind spannende Fragen. Wirtschaft ist genau das Gleiche. Was ist wirklich sozusagen, kommt aus einem ethischen Impuls heraus? Oder was maskiert sich eigentlich nur ethisch, um sozusagen eigentlich eher marktfähig zu sein? Die Frage auf der einen Seite Wirtschaft, und das wurde bei Ihnen auch sehr deutlich, Herr Wassermann, und Werte auf der anderen Seite. Ist das ein grundsätzliches Spannungsverhältnis? Wenn wir die klassische Nationalökonomie uns anschauen, Adam Smith, da hat das Unternehmen eine Aufgabe, nämlich Profit zu erwirtschaften und sonst erstmal gar nichts. Ist es noch ein zeitgemäßes Gedankengut? Welche Werte werden da transportiert? Was ich inhaltlich mache, ist Entrepreneurship-Trainings. Und zwar Entrepreneurship-Trainings in Entwicklungsländern, hauptsächlich in Afrika, aber auch in Mittelamerika oder in Asien. Und wir haben immer die Überzeugung gehabt, dass wenn wir diese Unternehmertrainings durchführen und Studierende entsprechend Fähigkeiten, Fertigkeiten vermitteln, Unternehmer zu werden, dass wir damit was Gutes tun. Und dann wurden wir irgendwann mal mit der Frage konfrontiert, aber ist denn tatsächlich eure Idee von Unternehmertum, ist das etwas, was ihr so auch eins zu eins dann übertragen wollt und was ihr in dieser Art und Weise dann jetzt eben nach Afrika, nach Asien oder nach Mittelamerika bringen wollt? Also all diese ökonomischen Fragen, die damit einhergehen, ist das überhaupt etwas, was in dem Sinne gewollt ist? Es gibt wenig wirklich universelle Werte. Es gibt natürlich in der Tat die Erklärung der Menschenrechte, die mit dem Anspruch auftreten, aber von vielen Ländern auch mit der gleichen sozusagen Entschiedenheit auch zurückgewiesen werden. Also das ist ein Prozess, der im Augenblick in den letzten 20, 30 Jahren ja sehr intensiv, übrigens auch in der Theorie, also in der Philosophie, in der interkulturellen Philosophie geführt wird, wo es im Augenblick gar keine Lösung gibt. Das für uns vielleicht vor Augen führen müssen, das ist, glaube ich, eine Debatte, die gerade erst anfängt und die eigentlich in der Ethik seit Alters her, seit Aristoteles spätestens, eine ganz große Rolle spielt, nämlich die Frage der Verteilungsgerechtigkeit. Die scheint mir der Schlüssel zu allen gesellschaftlichen Debatten zu sein, die wir in den nächsten Jahren zu führen haben. Grundsätzlich ist das in der Tat eines der zentralen Probleme. Dahinter steckt aber auch ein anderes Problem, das der Techter auch gerade mit angesprochen hat. Was hält eine Gesellschaft eigentlich zusammen? Sicher ist die Verrechtlichung eine Möglichkeit, sowas zusammenzuhalten, aber gibt es andere Dinge noch? Worauf verpflichten sich die Menschen eigentlich freiwillig? Ja, und da fangen eine ganze Menge von interessanten Problemen an. Und das hat dann auch Folgen, interessanterweise, ja für die Integration. Denken Sie an die Diskussion, gibt es überhaupt eine Leitkultur? Ja, kann man also die armen Flüchtlinge auf irgendetwas verpflichten, was hier ist, also was außerhalb sozusagen noch der Gesetze steht? Ja? Letztendlich ist eigentlich auch eine zentrale Frage, die unabhängig von dem Verhalten ist, wieso ich etwas tue. Das gleiche Verhalten kann ethisch oder unethisch sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ne, wir haben jetzt die Flüchtlingsdebatte aufgegriffen, das gleiche Verhalten, wir nehmen Flüchtlinge auf, kann völlig unterschiedliche Motive haben. Wieso mache ich das denn? Und ich glaube, das ist ganz ähnlich dann eben auch bei der, ne, wenn ich sage, okay, ich exportiere jetzt Entrepreneurship oder ich exportiere jetzt Kultur oder meine Werte oder meine Kultur in jetzt andere Länder. Und wenn ich das tun will, um zum Beispiel, dass ich meine Forschung da machen kann, ist das eine rein egoistische Sichtweise. Wenn ich das tue, weil ich sage, okay, die deutschen Kulturen am deutschen Wesen und so weiter, ne, weil das ist sozusagen das Höchste, ist das auch wieder eine ganz eigene Fragestellung. Oder wenn ich sage, tatsächlich aus altruistischen Gründen, wo ich dann eben versuche, Fähigkeiten zu vermitteln, um
eine gewisse eigene Entwicklung vor Ort unterstützen zu können, ist das auch schon wieder ein ganz anderes Motiv. So, und von daher wäre es dann das, was ich tue, und dann müsste man eben fragen, was ist dann eigentlich das Motiv, was dem Ganzen zugrunde liegt.